Vierter Spieltag! Die Eurofight, also Spieltag ist noch nicht, aber wir bereiten uns auf den vierten Spieltag vor, haben schon aufgebaut. Weil wir treffen gleich Marco Rose, Trainer von Red Bull Salzburg, hier im wunderschönen Schloss Glessheim. Nicht zu verwechseln mit dem Bachelor, auch wenn der Name Programm ist. Wir freuen uns schon sehr aufs Interview, er kommt gleich. Wetter ist... Grüß Gott, Grüß Gott. Hi. Servus, hallo. Julian. Hallo. Hi. Servus, Marco. Hi. Hallo. Hi. Grüß dich. Die Geschichte, dass Jürgen Klopp Ihnen damals schon geraten hat, dass Sie mal Trainer werden sollten? Ja, wir haben natürlich viel Zeit miteinander verbracht und haben geredet und da sind wir auch auf das Thema mal gekommen. Ja, Rose ist Rose grundsätzlich, aber nochmal, man lernt natürlich von Trainern, die gut sind. Kamera-Dienste mal folgen. Für mich salzrote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen. So, mit der Kürbissuppe gemacht, oder was? Ist heute nicht Halloween? Halloween? Was heute ist der? Halloween! So wird das nix. Tun wir was dagegen. Machen wir was. Wo bist du? Ich bin Batman. Irgendetwas stimmt in meiner Stimme nicht. Du Mario, wer ist denn der Typ da? Geiler Typ, schon. Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, ziemlich stabiler Typ, oder? Wir haben bis hierhin erreicht, dass wir was erreichen können. Aber noch haben wir gar nichts erreicht. Das heißt, wir brauchen morgen ein gutes Spiel, wir brauchen ein Ergebnis und dann können wir über alle anderen Dinge diskutieren. Bereit? Yes! Passt, ich laufe! Zwei österreichische Teams in der Europa League, zwei völlig verschiedene Ausgangssituationen. Wir starten in Salzburg, die Bullen, nach drei Spieltagen mit 7 Punkten Tabellenführer in ihrer Gruppe. Da. Die absolute Challenge zum Schluss. 1000 km/h, vertikal aus. Du hast einen Pilotvorteil, weil du hast die Schuhe aus der Zukunft an. Und ich dann eher... So bin ich wieder rausnehmen. So. Ready when you are. Oh, holy shit! Simula! Holy shit! Marco Rose. Ein richtig sympathischer Kerl. Absolut, guter Typ. Und ja, jetzt freuen wir uns aufs Spiel. Salzburg gegen Konyaspor.